Die Talente sollen blühen in Österreich. Das ist unser Wunsch als NEOS. Jeder von uns kann was. Und es ist Aufgabe der Schule, diese Talente zu entdecken, diese Talente auch eben in die prachtvolle Blüte mit zu begleiten. Eine Pflanze wächst nicht, indem ich an ihr ziehe, aber eine Pflanze wächst, indem ich ihr einen guten Rahmen bereite und liebevoll auf sie schaue. Und so ist es bei den Menschen. So wachsen auch wir, indem wir einen guten Rahmen haben, indem wir natürlich auch eine Widmung bekommen von jenen Menschen, die uns begleiten. Und ich glaube, da kann man unendlich viel verbessern in Österreich. Und wir glauben, dass wenn wir die Autonomie stärken in den österreichischen Schulen, dass wir den konstruktiven Kräften im Schulsystem, und die gibt es zuhauf, bei den Eltern, bei den Lehrerinnen und Lehrern, bei den Direktorinnen und Direktoren, wir wollen denen den Weg freiräumen, die Steine aus dem Weg räumen. Die sollen Gestaltungsfreiraum bekommen und sollen damit auch Verantwortung übernehmen können. Daran glauben wir. Und da werden wir einiges ändern müssen im System, und deswegen starten wir NEOS einen nationalen Dialog, die nationale Initiative Autonome Schule. Wir wollen in einem Prozess über ein Jahr Ideen detaillieren, konkretisieren, niederschreiben und dann der breiten Öffentlichkeit vorstellen, mit denen auch in den Diskurs gehen, mit Eltern, mit Lehrerinnen, mit Schülern, mit Schülerinnen, mit Politikern, mit unseren Mitbewerbern und sagen, das sind unsere Ideen. Was sagt ihr dazu? Und wir starten am 1. Mai 2014. Wir NEOS werden fortan den 1. Mai als Tag der Bildung begehen. Wir halten den 1. Mai für einen richtigen Feiertag und wir halten die Symbolik für die richtige, zu sagen, mach mal eine zeitgemäße, moderne Umdeutung dieses Feiertags. Der 1. Mai als Tag der Arbeit mit großer Tradition. Wir sagen Tag der Bildung, weil Bildung ist das Wichtigste, worum wir uns kümmern sollten als Politiker, Politikerinnen, auch als politische Bewegung. Und natürlich ist Bildung auch im Kontext der Arbeit der Schlüssel. Es gibt keine bessere Versicherung gegen Arbeitslosigkeit als gute Bildung. Deswegen sei dabei, wir brauchen dein Brain, wir brauchen deinen Kopf, wir brauchen deine Tatkraft auch für diese nationale Initiative Autonome Schule. Und wir starten diesen 1. Mai, 10 bis 12 Uhr, Europahaus im 14. Bezirk in Wien. Werden wir vorstellen, wie dieser Prozess läuft über ein Jahr. Und wir werden dann gemeinsam in Diskussion gehen, wie man den Prozess noch besser aufgleisen kann. Wir holen uns also schon beim Start die erste Rückmeldung, wie es noch besser gehen wird. Dazu lade ich dich ein. Ich hoffe, du bist dabei. 1. Mai, Tag der Bildung. Ciao.